Hey, ich wünsche euch herzlich willkommen zurück zu The Last of Us Remastered. Ja, es ist die Remastered-Version. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe. Tut aber auch nicht zur Sache. Ist halt schönere Grafik und so. Full-HD-Auflösung. Und wir haben jetzt wir sind jetzt im Kapitel Jagd und haben jetzt die Aufgabe, einen Hirsch zu jagen. Hirsch. Und wir spielen jetzt das erste Mal Ellie. Das finde ich sehr interessant. Und wir dürfen mit Pfeil und Bogen jagen. Und ich weiß nicht, ob wir es wirklich schaffen, einen Hirsch zu jagen. Ich denke mal, es ist unsere Aufgabe. Ich gucke mal, ob wir da hinkommen und ob es hier vielleicht was anderes gibt. Ich denke mal, so ruhig und verschneit wird es nicht bleiben. Mal gucken, ob wir noch andere Sachen finden, die uns irgendwie weiterhelfen könnten hier. Es ist ziemlich groß. Ich weiß, wir sollten in die Richtung gehen, weil da ist der Hirsch hin. Aber ich möchte natürlich auch da oben gucken und möchte da gucken. Ist jetzt halt, tja, eine schwierige Entscheidung. Gucken wir erstmal hier. Da sollten wir nicht runter. Okay. Ist nur ein Vogel. Da oben ist so eine Art Höhle. Da. Ein Blair Witch-Zeichen. Wieder Blair Witch geschädigt hier. Aber wir haben keinen Bullet. Könnt ihr euch noch an Bullet erinnern? Okay, gucken wir mal, was hier oben ist. Ist sehr groß hier. Ich habe das Gefühl, wir müssen vielleicht das Reh hier durch die Gegend jagen. Deswegen gehe ich vielleicht doch mal mit. Viele Pfeile haben wir nicht. Was haben wir denn überhaupt im Inventar? Können wir das... Ach, guck mal, wir können Medikits herstellen. Wir haben Artefakte. Oh, Witze und Wahrheiten und Wortspiele. Wie geil. Können wir das irgendwie... Wortspiele, Witze und Wortspiele Band 2. Der Elefant im Kühlschrank. Können wir das irgendwie... Vorherige, nächste. Ah, können wir durchgucken. Du fehlst mir. Riley? Wer ist Riley? Ach, der Roboter. Ich war so dämlich. Ich hätte was anderes sagen sollen. Hm. Immer noch. Hey, ein Walkman. Vielleicht kriegt man den hin. Ah, ist kaputt? Hat sie den hat sie, glaube ich, bei, wie heißt der Typ nochmal in der Stadt? Was ist das? Ellie. Ich will auch, dass du stolz bist. Ich will dir ein Geheimnis verraten. Ich bin kein Fan von Kindern und ich hasse Babys. Trotzdem schaue ich dich immer zu an und bin überwältigt. Du bist noch keinen Tag alt, aber dich zu halten, ist das Unglaublichste, was ich in meinem Leben getan habe. Ein Leben, das nun viel zu schnell zu Ende geht. Marlene wird sich um dich kümmern. Ich vertraue keinem Menschen mehr als ihr. Wenn die Zeit reif ist, wird sie dir von mir erzählen. Mach es ihr leicht. Sei nicht so stur wie ich. Ich will nicht lügen. Diese Welt ist ziemlich kaputt. Es wird nicht leicht werden, aber du musst immer daran denken. Das Leben ist lebenswert. Finde deine Bestimmung und kämpfe dafür. Du hast so viel Kraft in dir. Ich weiß, dass du eines Tages eine aufrechte, stolze Frau sein wirst. In Liebe, deine Mutter Anna. Mach mich stolz, Ellie. Ach, wie trage. Springmesser. Ah, ihr Messer. Damit hat sie uns, glaube ich, schon ein paar Mal gerettet. Oh, ich hätte es dir geben sollen, als ich noch konnte. Sie hat das Foto. Oh, ist er etwa tot? Nee, ich glaube aber nicht, ne? Okay. Firefly und Hammer haben wir keine. Comics! Ah, wir haben alle Comics. Sehr gut. Okay. Kurzer Ausflug ins Inventar. Ich hoffe, mit dem Bogen sind wir besser als Joel. Und wir gucken mal, ob wir. Jetzt ganz leise! Uns an den Hirsch ranschleichen können. Ich glaube, der war irgendwo da. Hinweis. Ah, hinter dem Berg, hm? Gehen wir mal hierher. Es knackt da.
Na ja. Haben wir eigentlich auch so ein... Ah, wir haben auch so einen Modus. Sind wir damit leiser? Bleib mal hinter dem Baum. Ruhig, ruhig. Langsam. Knapp vorbei. Wo ist er hin? Wahrscheinlich jagen wir hier die ganze Zeit durch das Gebiet, bis wir ihn letztendlich wirklich erlegen können. Wenn das genauso wird wie die Hirschjagd in Days Gone, dann gute Nacht. Dann haben wir viel zu tun. Ich glaube, er ist irgendwo in die Richtung gerannt. Vielleicht können wir uns durch da im Gra... Hier ist niemand da. Keiner da. Hab dich! Okay. Alles klar. Folgen wir seiner Spur. Aber ich ahne Böses. Das ist ja quasi wie im Horror-Drehbuch, ne? Du jagst das Essen, das du brauchst. Und dann hat sich schon eine Horde Zombies drüber hergemacht. Da ist er. Tut mir echt leid für dich. Ah, pass auf, Ellie. Eigentlich müssten wir einfach immer nur der Spur folgen. Er verliert auf jeden Fall sehr viel Blut. Also weit kann er eigentlich nicht kommen. Da ist er. Er leckt seine Wunden. Nicht bewegen. Es wird hart. Ich muss näher ran, vielleicht hier oben. Gehen wir da hoch? Langsam. Oh ja. Mann. Hat er noch erwischt, oder nicht? Du bist kein Fall mehr hier. Es bleibt spannend. Ich wette trotzdem, 10 zu 1, dass er letztendlich dann von irgendwelchen Zombies weggenascht wird. Wieso lebst du noch? Weil ich eine miserable Schützin bin. Mache meinem Namen alle Ehre. Oh. Aha, aha, aha. Ich frage mich, ob man auch so in diesen Bereich hätte kommen können. Ich sehe ihn nicht mehr. Es wird irgendwas Böses passieren, Leute. Ich merke das. Oh, was ist denn da hinten? Das alte Sägewerk. Und wieder an Days Gone erinnert. Scheiße, es ist wirklich so. Es ist irgendwas anderes, aber es sieht dem sehr ähnlich. Was ist das für ein Ort? Ein Sägewerk. Keine Ahnung, aber... Na, wir gucken uns mal an. Ist auf jeden Fall eine super Idee, da reinzugehen. So total nur mit Bogen. Toll. Bewaffnet. Alles ist okay. Das ist nur ein ganz gewöhnlicher Ort.
Warren Company. Company, was steht da? Warren irgendwas? Restricted Area. Naja, vielleicht finden wir hier irgendwas. Da unten, guck mal. Scheren. Ah ja. Ein Comic-Heft. Super. Geil. Buch 4. Unsicherheit. Die Billionen der Menschheit wurden zu Milliarden. Die Technologie der Reisenden stellte die optimistischen Prognosen des menschlichen Fortschritts über die nächsten 500 Jahre in den Schatten. Und der schwache Widerstand der Menschheit ist zerfallen. Daniela und Captain Ryan haben den Absturz der Kobayashi nur knapp überlebt und stellen sich der bevorstehenden Bedrohung auf der Oberfläche des Titan. Okay. Haben wir alles? Können wir einen Stein mitnehmen? Das wäre nicht schlecht. Können wir uns irgendwas bauen? Wir können uns tatsächlich Bomben und so bauen. Leider keine Messer. Okay, wir haben das Endlosmesser wahrscheinlich, ne? Okay, gehen wir mal vorsichtig weiter. Wäre schön, wenn wir hier noch andere Dinge finden würden. Was steht denn da überhaupt? Active Mine. Ach, irgendeine Mine ist das. Doch kein Sägewerk. Da noch irgendwas? Da? Da? Nein? Hier irgendwas? Nein. Okay. Ah! Oh. Ah. Ich bin mir nicht sicher. Kriegen ja schlechter weg. Wer ist da? Komm raus! Hallo. Wir wollen nur reden. Eine falsche Bewegung, das hier geht ganz böse ins Auge. Das gilt auch für dich, Sportsfreund. Was wollt ihr? Ich bin David. Das hier ist mein Freund James. Wir sind eine sehr große Gruppe. Frauen, Kinder. Und wir haben alle großen Hunger. Wie bei mir. Frauen und Kinder. Und alle haben viel Hunger. Tja, vielleicht können wir dir was für das Fleisch da geben. Was brauchst du? Waffen? Kugeln? Kleidung? Medizin! Habt ihr vielleicht Antibiotika? Oh ja. Im Lager. Du kannst mit uns kommen. Ich gehe nirgendwo mit euch hin. Dein schweigsamer Freund da kann sie holen. Wenn er damit wiederkommt, gehört das Fleisch euch. Wenn jemand anders kommt... Dann geht das ganz böse ins Auge. Genau. Zwei Flaschen Penicillin und eine Spritze. Und beeil dich. Geh schon. Ich traue ihn nicht. Das Gewehr nehme ich. Na klar. Jetzt zurück. Es ist Penicillin. Das wird ein bisschen dauern. Wollen wir uns vielleicht da hinten unterstellen? Dann nimm ihn mit. Ist Penicillin nach 20 Jahren überhaupt noch gut? Ist nicht immer so schnell? Läuft das nicht so schnell ab? Ach du Scheiße. Na also. Du solltest wirklich nicht allein hier draußen sein. Ich mag's, wenn ich allein bin. Verstehe. Wie heißt du? Warum? Okay, ich verstehe. Es ist nicht leicht, ein paar Fremden zu vertrauen. Und der Verletzte, du machst dir große Sorgen. Es wird bestimmt alles gut. Vielleicht. Oh oh. Du hast noch eine Waffe?
Sorry. Okay, ich hätte jetzt wirklich gern mein Gewehr zurück. Nein, du hast deine Pistole. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Joho. Ist nicht mein erstes Mal. Wir dürfen sie auf keinen Fall reinlassen. Okay, neues Gewehr, Jagdwaffe. Finden sie nicht. Bewacht die Fenster. Okay. Medikit. Great. Jeder Schuss muss sitzen. Ja, ich bin da sehr gut drin. Guter Schuss. Verliert ihr was? Warum haben die alle Wintersachen an? Du hattest recht. Du kannst mit dem Ding besser schießen als ich. Okay, okay. Hilf mir mal. Oh, na los, na los. Wird spannend. Kugeln gehen so langsam aus. Haben wir sonst noch was Schönes hier? Ich dachte, uns kann nichts passieren. Man muss echt bei den Klickern aufpassen. Nichts hier drüben. Die Zielerfassung aktivieren. Habe ich doch, oder? Da kommen eine ganze Menge auf uns zu. Ja, ich sehe sie. Infizierte hier. Zum Teufel! Hier raus! Ja, wo? Oh. Folge dir! Komm, ich halte sie auf! Mach die Treppe! Komm mit, hier durch! Okay! Weißt du, wo es lang geht? Ich war hier lang. Oh, na toll. Alles frei. Hier lang. Warum habe ich nur noch drei Schuss? Am Bogen. Ist hier sonst irgendwas? Irgendwas, was ich Tolles bauen kann? Okay, ich glaube, wir haben ein bisschen Ruhe. Wir können es umgucken. Alles in Ordnung? Naja. Du musst dir um mich keine Sorgen machen. Okay. Folge mir. Und pass auf!
Natürlich. Ich hab aufgepasst. Hey, Kleine, alles klar? Ist okay. Mehr Blicker. Verschwinde da! Ein Steinium. Können wir die nicht umbringen? Wir haben noch ein Messer. Das wird die schlimmste Folge bisher. Ich werde so oft sterben hier. Hier, Munition. Oh Gott. Oh, da muss man echt aufpassen. Das sind wirklich sehr viele. Können wir was herstellen? Gar nichts. Ich hasse Klicker. Mal gucken, wo die anderen sind. Da hinten rennt noch einer rum. Machen wir erstmal den hier. Da rennt auch noch einer rum. Okay, wir machen es langsam und bedacht. Jetzt war nur einer. Huh. Ich glaube, das waren alle hier, hä? Huh? Können wir irgendwie hier runter? Ah, guck mal, da ist noch Stuff. Eieieiei, haben wir hier alles? Okay, was können wir noch, was können wir denn Schönes noch herstellen? Medikit, Molotov. Können wir alles sicherlich gebrauchen. Stein haben wir noch.
Da oben geht's hoch. Alles klar? Oh, da bist du ja. Noch ein Molotow. Hätte ich mir gar keinen bauen können. Da ist die Tür. Wenn wir so gut mit Mollys versorgt wurden, dann ist das bestimmt ein Zeichen. Das war knapp. Wir müssen da hoch. Da, mit der Leiter sollte es gehen. Ja, toll. Und jetzt? Soll ich da irgendwie hochklettern? Vermutlich schon, hä? Können die Leitern steigen? Ich hoffe nicht. Wie soll ich denn da hochkommen? Mit der Leiter sollte es gehen. Hm. Warum hilfst du mir nicht einfach hier hoch? Ach, hier. Hier, da. Hier. Komm her, hilf mir rauf. Okay, fertig? Dann los. Beeil dich und halte nach ihnen Ausschau. Schon klar. Erstmal gucken, was hier so ist. Da oben ist auch noch einer. Darüber müssen wir, alles klar. Allen Mitteln. Okay, was gibt's hier Schönes? Firefly-Emblem. Juhu, wen haben wir hier? Travis. Den alten Travis. Okay, da ist die Leiter. Okay. Bitte schön. Hallo. Gut, Achtung. Na komm. Na, ob das alles gut geht, ey. Hier durch. Wir müssen hier irgendwie raus. Pass auf, was du sagst. Okay, alter Mann. Können wir noch so eine Bombe herstellen? Ich muss einen Weg hier rausgeben. Es muss einen Weg hier rausgeben, ja.
Gott, hier schreit alles, ey. Oh, da sind noch Bomben. Mann. Sieht aus, als hätte schon jemand gegen sie verloren. Oh Gott. Wir haben diese Jungs gesucht. Egal. Nimm die Ausrüstung. Ich suche nach einem Ausgang. Tja. Ich glaube nicht, dass das alles so ohne Grund hier liegt. Schau dich nach nützlichen Sachen um. Ja, mach ich doch. Siehst du was? Das ist eine Sackgasse. Was haben sie hier bloß gemacht? Bereit machen! Ich will nicht bereit sein. Klicker wieder höre hier. Hörst du das? Sie sind auf dem Dach. Ich weiß. Konzentrier dich, wir schaffen es. Da kommen mehr. Wie viele von ihnen gibt es denn? Keine Ahnung. Bleib einfach dran. Brauchen wir Munition? Du Scheiße. Ein Lauter! Ein was? Einer von den großen Scheißkerlen! Oh oh. Der Große ist erledigt! Sehr gut! Okay. Hey, Kleine. Ja? Ich glaube, wir haben es geschafft. Jo. Haben wir sie alle erledigt? Oh Gott. Du klingst ja richtig enttäuscht. Ach, eher ungläubig. Ich überprüfe die Brücke. Zum Glück war hier so viel. Wo ist er denn jetzt? Die Brücke. Okay. Voll, voll. Ich guck mal eben, dass wir ihn noch haben. Der Bloater war jetzt echt einfach. Zu mir? Flasche. Oh, hier ist noch eine Schublade. Könnte ich den übersehen. Ammo, auch voll. Kein Comic irgendwo? Stein haben wir auch. Okay. Hier alles voll, da alles voll. Sieht gut aus.
Da mal langsam weiter.